Also zu Steffen Schäfer, ist ein sehr, sehr schneller Innenverteidiger. Florian Pick, trippelstark und im Zweikampf setzt er sich sehr, sehr gut durch. Philipp Türpitz kam von Chemnitz. Ich denke, ist auch ein sehr, sehr agiler Spieler, der vom Tor eiskalt ist. Genauso wie Felix Lohkämper, der natürlich als Stürmer geholt wurde und ich denke, dass er auch einen sehr, sehr guten Abschluss hat. Ich weiß nicht mehr, Alexander Brunst? Okay. Ah ja, der Torwart geholt, also auf der Linie ein sehr, sehr starker Torwart. Dennis Erdmann? Dennis Erdmann, sehr, sehr zweikampfstark, geht dahin, wo es weh tut. Leon Heinke? Leon Heinke aus der eigenen Jugend, ich denke, ein super Junge, der sich noch entwickeln wird und ich glaube, den die Zukunft gehört. Björn Rother? Björn Rother, von Bremen 2 gekommen, sehr, sehr guter Sechser, der im Zweikampf auch gut dazwischen haut. Andreas Ludwig? Ja, unser Zehner Andreas Ludwig, natürlich der Mann für die letzten Pässe und natürlich auch einen super Abschluss hat. Und Mario Seidel? Mario Seidel, von Aue gekommen. Ich denke, der braucht noch ein bisschen Zeit als Torwart, aber ich denke, er wird uns auch weiterhelfen.